meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Videorezension zu Wenn du vergisst von Heidrun Wagner geben. Das Ganze ist illustriert von Miri Doro und im Oettinger 34 Verlag erschienen. Es kostet 9,99 €. Ich verlinke euch aber alle Informationen wie immer in der Infobox und blende sie euch ein. Dann könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. Andi und ich sind die Buchpaten dieses wunderschönen Buches. Und da es heute erscheint, dachte ich mir, gibt es auch direkt brandaktuell diese Rezension für euch. Und ja, in dieser Geschichte geht es um ein Mädchen, was alle seine Erinnerungen verloren hat, was aber immer mal wieder so Erinnerungssplitter hat, die ihr wahnsinnige Angst machen, weil sie sehr dunkel und düster sind. Und es scheint ein ziemliches Geheimnis hinter ihren Erinnerungen zu stecken. Und sie steht jetzt vor der Entscheidung, ob sie mit jemandem noch einmal von vorne anfangen will oder sich erinnern möchte. Und ob unsere Protagonistin sich dafür, dagegen und überhaupt entscheidet, müsst ihr selber lesen. Und was genau hinter ihrem Vergessen sozusagen steckt, findet ihr heraus, wenn ihr das Buch lest, mehr oder minder, denn das ist der erste Teil einer Trilogie. Und ja, es ist ein Buch, was wunderschön aufgemacht ist. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele. Hier hätten wir die erste Seite und ich finde diese schon sehr, sehr hübsch. Miri Doro hat ganz, ganz tolle Bilder gestaltet und lockt uns hier in eine Welt, die einfach sehr, sehr schön ist. Wir haben hier mal hinterm Text so ein paar Gestaltungen. Das kann natürlich auch ein wenig ablenken, das muss ich durchaus zugeben. Ich musste mir sehr viel Zeit zum Lesen dieses Buches nehmen, das sage ich euch auch schon mal so, wie es ist. Denn ja, man will ja nicht nur den Text wahrnehmen und den Inhalt im Text, sondern auch diese wunderschönen Zeichnungen würdigen, die die Illustratorin da für uns gezaubert hat. Und ja, es ist einfach wirklich schön gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Es gab immer mal wieder Stellen, die ich auch sehr bewegend fand. Es gibt aber auch immer mal wieder Stellen, wo ich so dachte, okay, was passiert da jetzt gerade mit dem Buch und was passiert mit mir? Dieses Buch hat eine gewisse Verzweiflung bei mir ausgelöst, aber im positiven Sinne, weil es hat mich so mitgenommen und so abgeholt und ich fand es wirklich gut gemacht und es hat mir sehr viel Freude bereitet. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen schade fand, was mich irritiert hat, waren die Zeichnungen, weil sie manchmal doch, habe ich mal ein Beispiel, genau, das ist manchmal sehr, also dieses hier geht noch, aber sehr unruhig. Wo haben wir denn mal so ein Unruhiges. Also da passiert sehr, sehr viel auf den auf den Bildern und man ist sehr damit beschäftigt, also visuell erstmal wahrzunehmen, was da alles passiert und was ein wenig vom Text ablenkt. An sich jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich meine Aufmerksamkeitsspanne da gut drauf lenken kann, trotzdem wieder auf dem Text. Aber wie gesagt, man braucht schon ein bisschen Zeit, man muss sich auch da die Zeit nehmen wollen. Zumal dann auch das Buch halt nach 240 Seiten endet und man natürlich weiß, dass da noch ein weiterer Band erscheint, beziehungsweise zwei weitere Bände. Also das Ganze endet auch mit so einem kleinen fiesen Cliffhanger, wo man so denkt, oh, warum nur? Alles in allem ist es aber eine sehr, sehr gelungene Mystery-Thrill-Reihe, möchte ich behaupten. Es geht so in diese Mystery-Thrill-Romance-Richtung. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich möchte halt gerne wissen, was hinter der ganzen Geschichte steckt und will unbedingt tiefer in diese Geschichte eindringen, weil wir jetzt, glaube ich, noch sehr doll an der Oberfläche gekratzt haben, die aber schon wahnsinnig interessant ist und uns viel Input liefert. Es gibt eine ganze Weile, wo wir nicht wirklich was über die Protagonistin wissen, weil sie halt einfach selbst nichts über sie weiß. Und das macht es natürlich schwierig, sie am Anfang zu greifen, aber das macht es auch für sie selbst schwierig, sie am Anfang zu greifen. Und man verzweifelt so ein bisschen mit ihr, was das Buch einfach wahnsinnig gut transportiert. Dazu spielt es in Städten, die man auch tatsächlich vielleicht sogar selber kennt, wo man so eine gewisse Verbindung zu hat. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt innerhalb des Buches. Ich habe auch zwei Stellen markiert, die ich euch einmal zeigen bzw. vorlesen möchte. Ich muss sie mal gerade suchen. Hier steht nämlich: Die Leidenschaft, über deren Sprung wir uns selbst täuschen, beherrscht uns gerade am heftigsten. Ich fand das irgendwie schön. Das habe ich sehr gemocht, dieses Zitat. Dann gab es noch eins weiter hinten. Ich habe jetzt nämlich angefangen,
mir Zitate beziehungsweise mehr Zitate zu markieren. Das habe ich eine ganze Langeweile nicht gemacht. Es gab immer mal wieder Bücher, wo ich es gemacht habe, wo mir wirklich was ins Auge gestochen ist, was mich sehr bewegt hat. Und jetzt habe ich damit wieder angefangen. Besonders, weil unsere Protagonistin auch eine Ambition zur Musik zu scheinen hat. Wir wissen es aber natürlich nicht zu 100%. Und dann steht hier noch, there are rooms in this house that I don't open anymore. Dust books and pictures on the floor. She'll never see that part of me. Ich fand das auch sehr schön. Also die Autorin hat da sehr schöne Zitate mit reingebracht. Und ich mag das einfach. Ich mag auch diesen Musikaspekt. Das hat mich sehr ausgefüllt. Von mir hat das Buch 4,5 Sterne gekriegt. Ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich hatte erst mit mir gehadert und über 5 Sterne nachgedacht, habe mich dann dazu entschlossen, aber einen halben Stern halt alleine wegen dieser Sache abzuziehen, dass die Bilder das doch ein wenig unruhig machen. Aber es gibt tatsächlich auch Zeiten, wo das dann eher minimalistisch gehalten ist. Ich suche mal gerade so eine Seite. Genau, hier ist es zum Beispiel eher minimalistischer gehalten. Da passiert halt nicht ganz so viel, auch nicht hinterm Text. Das ist dann ganz okay. Hier haben wir jetzt aber wieder eine Seite, wo sehr, sehr viel passiert, weil auch hinterm Text noch einiges am Gange ist. Das ist halt eine Sache, darauf muss man sich, denke ich, dann auch einlassen. Darauf muss man Bock haben, da muss man halt mitmachen wollen. Und das ist aber trotzdem irgendwie ein positiver und gleichzeitig ein etwas irritierender Aspekt an diesem Buch. Ansonsten einfach top. Ich empfehle es euch, wenn ihr auf so Sachen wie Monday Club und Co. steht. Natürlich Pretty Little Liars wäre auch noch ein Beispiel. Es ist natürlich jetzt hier, dass wir nur eine Protagonistin haben und einfach rausfinden wollen, was hinter ihr steckt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr das Buch lesen werdet, weil den werdet ihr, glaube ich, wahrscheinlich zu 100% haben. Und ansonsten war es das von diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, schaut gerne bei Andi vorbei, schaut gerne bei dem Buch vorbei und dann bis zum nächsten Mal.